I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love, like you're the only one who knows my heart. Hallo meine Lieben, wie ihr vielleicht bereits am Thumbnail oder an dem Gegenstand in meiner Hand gesehen habt, habt ihr richtig geraten, es gibt nämlich heute für ein Unpacking. Ich hatte nämlich in meiner Parkstation ein Päckchen, eine Überraschungspost, und die möchte ich jetzt gemeinsam mit euch vor der Kamera auspacken. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, sondern fangen gleich an. Ich denke, das hier werde ich jetzt im Schnelldurchlauf ein bisschen vorspulen, weil dieses Päckchen, hier, um dieses geht es, nämlich ganz schön gut zugeklebt ist. So, ich würde sagen, wir starten. Das Ganze ist geöffnet und sieht von oben wie folgt aus. Und da blickt mich schon Minnie Maus Geschenkpapier an. Und oh mein Gott, das ist ja voll hübsch, das Papier. Da sind auch Blümchen drauf. Und oh, das passt super zur Jahreszeit. Und als allererstes steht hier zuerst lesen. Und das werde ich jetzt mal schnell tun. Ich danke, danke, danke dir. Ich weiß nicht, ob ich deinen Namen nennen darf, aber ich tue es jetzt einfach mal, weil ich denke, so viel verrate ich nicht. Ich danke dir, liebe Caro. Dein Brief ist super, super lieb. Und ja, ich freue mich einfach wahnsinnig, dass dir meine Videos gefallen und ich dir damit so ein bisschen, ja, Lesefreude schenken kann. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle, tolle Paket. Das wäre wirklich einfach gar nicht nötig gewesen, weil das ist einfach so, so lieb und so, eigentlich so viel des Guten. Und oh Gott, da ist so viel drin und eine Kleinigkeit, das ist vollkommen, also du hättest mir eigentlich gar nicht schenken müssen, nicht, dass das jetzt so rüberkommt. Ich bin einfach nur überwältigt, weil ich finde das so, so lieb, wenn jemand, den man so persönlich gar nicht kennt, dann an einen denkt und sich denkt, ah, guck mal, ich würde der Person gerne etwas geben, weil ja, durch die Videos habe ich halt Spaß am Lesen und erfahre so viel und keine Ahnung. Und ich finde das einfach atemberaubend. Ich finde das so, so lieb von dir. Und ich kann dir an dieser Stelle einfach nur vom ganzen, ganzen Herzen danken und würde sagen, da du dir gewünscht hast, dass wir das Ganze in einem Video öffnen, fangen wir damit doch jetzt gleich an. Die Päckchen sind alle nummeriert und ich muss mich hier mal durchforsten und ich suche mal die Nummer 1. Also es geht bei diesem Päckchen noch ein bisschen um den Hochzeitsstress. Der ist zwar momentan noch nicht ganz so groß, weil das meiste halt erst so, ja, ein gutes Dreiviertel bis halbes Jahr vorher gemacht werden wird, also gemacht wird bei uns. Aber trotz alledem nehme ich es jetzt nur nicht nur für den Hochzeitsstress, vielleicht auch für den Bachelorarbeit und Bewerbungsstress. Und somit ist das total klasse. Hier steht, damit es Entspannung in der stressigen Vorbereitungszeit garantiert. Ich bin gespannt. Es fühlt sich, vielleicht ist es Badesalz, würde ich fast vermuten. Und wir schauen einfach mal rein. Oh, es ist nicht nur ein Badesalz, glaube ich. Oh, oh, es sind ganz viele. Einmal von Sauber von DM, Orange und Vanille, Knuddelbad mit fliegendem Mandelöl, färbt weder Haut noch Wanne. Und ich bin ja mal gespannt, ich hatte noch nie was von Sauber. Wie cool ist das denn? Da ist noch ein Schäfchen drauf und eine Maus und ein Häschen. Oh nein, niedlich. Dann haben wir hier schäumendes Badesalz, verwöhnen. Rose Kamille. Oh, das riecht bestimmt richtig, richtig gut. Rieche ich da was durch? Nicht wirklich, aber traumhafter Schaum. Und ich liebe Schaum in der Badewanne. Ich kann damit so viel Blödsinn machen, ne? Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und dann habe ich hier nochmal Badesalz Verwöhnmomente. Verwöhnt die Haut, inspiriert die Sinne mit Vanille- und Mandelmilchduft. Doch, das riecht man. Dufterlebnis auf der Rückseite. Achso, hier riechen. Oh ja, oh, da sind Löcher drin. Mein Gott, das riecht ja richtig gut. Ist das hier auch? Nee, hier sind keine Löcher drin. Doch da. Oh, das riecht auch richtig gut. Oh mein Gott, ist das hier auch? Nee, hier ist es wirklich nicht. Ach doch, da. Oh, das riecht auch gut.
Leute, könntet ihr jetzt erschnüffeln, wie das hier riecht? Ihr würdet auch alle wirklich begeistert sein, glaubt mir. Das schnüffelt wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ich danke dir ganz herzlich dafür. Ich werde die Tage wirklich mal wieder baden gehen. Ich habe so richtig Lust darauf. Und ja, dann werde ich mir eins von diesen Badesalzen auf jeden Fall in die Wanne machen. Weiter geht es mit der Nummer 2 und das ist diese hier. Auch da ist wieder ein Zettelchen zum Vorherlesen drauf, denke ich mal. Das tun wir doch auch so gleich, wenn ich es denn aufkriege. Doch, ja, kriege ich. Und hier steht, während du Überraschung 1 verwendest, kannst du auch die Nummer 2 verwenden. Könnte ja eine Maske sein, oder? Wenn man so in der Badewanne liegt, kann man sich gut eine Maske drauf machen und dann entspannt man sich dabei. Das könnte gut möglich sein. Wir gucken mal. Und ja, ich hatte recht, das sind Masken. Cool. Einmal Erdbeermilchproteinmaske. Für normale Haut pflegt die Haut samt weich mit fruchtigem Erdbeerduft. Oh, das hört sich gut an. Und das andere ist Paradise Island Maske. Gönnen Sie Ihrer Haut paradiesischen Urlaub. Und oh mein Gott, das muss ich unbedingt ganz bald drauf machen. Irgendwie fahren alle um mich herum in den Urlaub und nur ich nicht. Und deswegen brauche ich das hier ganz, 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 ganz dringend. Weiter geht es mit der Nummer 3 und die sieht so aus. Und ich würde schwer vermuten, dass das entweder ein Duschbad oder eine Bodylotion ist. Aber wo wir gerade so beim Baden sind, denke ich mal, dass es ein Duschbad ist. Mal gucken, was hier drauf steht. Vielleicht bringt uns das schon den entscheidenden Hinweis. Und hier steht, es riecht so gut für die schnelle Entspannung. Ich bin gespannt. Ich bin ja auch total der Duft-Junkie. Ich habe mir gerade eben im DM noch Seife geholt, weil ich mal wieder neue Handseife haben wollte. Und ich habe da so geschnüffelt und, ach Gott, schrecklich ist das bei mir. Und das hier sieht wirklich nach Seife aus und ist Himbeer-Zitronengras. Oh mein Gott, wie genial hört sich das denn an. Wenn ich das jetzt noch abkriege, weil die liebe Cara zur Sicherheit da Klebestreifen drüber gemacht. Das ist sehr weise. Das sollte ich vielleicht demnächst auch machen, wenn ich sowas verschicke. Dann kann das wirklich nicht aufgehen, auch wenn die Post damit nicht ganz sorgfältig umgeht. 10 Jahre später, vielleicht habe ich es irgendwann geöffnet. So, jetzt reiß mir das mal gleich ganz ab. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es riecht so gut, Leute. Also schaut euch das unbedingt mal an. Dusche und Creme, ist das beides? Kann man das auch als Bodylotion verwenden? Dusche und Creme. Optimal für die tägliche Dusche. Das ist wirklich beides. Das gibt es auch von Nivea, dass dann beides drin ist. Und das finde ich ja cool. Das habe ich ja noch nie gesehen, dass das 2 in 1 ist. Aber oh mein Gott, meins ist sowieso fast leer. Also werde ich das hier dann als nächstes benutzen. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Es riecht richtig gut. Also wenn ihr im DM seid, schaut euch das unbedingt mal an. Ich kann das geschmacklich, geruchlich nur empfehlen. Dann sind wir auch schon bei Nummer 4. Und das ist dieses hier. Und das Geschenkpapier ist einfach so süß, ne? Ah, Minnie Maus ist schon toll. Ich habe mir neulich gerade erst 5 Disney-Filme gekauft. Ich war total auf dem Trip und wollte unbedingt meine Disney-Sammlung mal wieder aufstocken. Ich habe alles nur noch als VHS und da wir keinen Kassettenrekorder mehr haben, muss ich jetzt auf DVD umrüsten. Auch deine Haare brauchen etwas Entspannendes. Ich liebe es. Mal gucken. Ich bin gespannt. Vielleicht kenne ich das ja schon, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ich reiß das jetzt einfach mal, weil das sehr, sehr gut eingepackt ist. Oh, das sieht aber... Nee, das kenne ich nicht. Aha, ihr seht es schon, ich nicht. Wir haben hier Farbglanz, 2-Minuten-Kur. Oh, schön. Ich habe keine Kur mehr zu Hause und das kommt dann ganz gut. Und die riecht gut. Die riecht nach... was ist denn das? Blutorange oder sowas? Ohne Silikone auf jeden Fall. Und genau, da steht es doch. Blutorange Moringa? Keine Ahnung. Für koloriertes und getöntes Haar. Ja, ich habe koloriertes Haar, deswegen passt das sehr, sehr, sehr gut. Ich benutze derzeit von Garnier Olia da dieses Kolorierzeug, wenn ihr neugierig seid. Aber ja, ich mag meine Haarfarbe. Und weiter geht es mit Nummer 5. Das ist dieses kleine hier. Und das, denke ich mal, wird ein Nagellack sein. Wir schauen mal rein. Da ist kein Zettelchen dran. Deswegen rupfe ich das jetzt einfach mal hier auf. Und es ist wirklich ein Nagellack. Und oh mein Gott, er ist Flieder. Leute, er ist Flieder. Und er glitzert. Ich bin mir ganz sicher. Ich stand nämlich im DM gerade auch davor. Und oh mein Gott, er ist so schön. Guckt ihn euch an. Ist er nicht toll? Und nein, ist er schön. Oh. Es ist die Nummer 40, Violet Glaze heißt es. Und oh Gott, guckt ihn euch an, er ist so hübsch.
Der ist so schön. Oh, den könnte ich mir eigentlich gleich raufmachen. Ich habe nämlich derzeit nur Nagelhärte auf den Fingernägeln, weil die irgendwie zurzeit so brüchig sind. Und trotz alledem brechen sie mir ab, also von daher. Aber vielleicht mache ich mir den gleich drauf. Der ist auch wirklich so schön dezent und nicht so, so intensiv. Das finde ich eigentlich gerade ganz schön. Und das sind diese Pastellfarben und ich liebe derzeit Pastell. Das kann in Klamotten sein, Nagellack, alles. Ich bin total der Pastell-Junkie derzeit. Auch damit hast du meinen Geschmack total getroffen. Danke, danke, danke. Weiter geht es mit der Nummer 6. Und das ist wieder eine Botschaft für mich dran. Mal gucken, was hier steht. Oh, du hast dir so viel Mühe gegeben. Es ist so schön. Für die tägliche Pflege. Es ist etwas, das man immer brauchen kann. Vielleicht eine Gesichtscreme. Sieht gut aus. Komm her. Es ist einmal Nivea-Creme und Körperbutter. Oh, schön. Auch die ist zugeklebt, was ich sehr weise finde. Also das muss ich mir echt abgucken. Wenn ich demnächst Tauschpakete oder ähnliches mache, muss ich auch alles so zukleben. Das ist eine echt pfiffige und schlaue Idee. Geh weg. So, jetzt können wir doch mal dran schnuppern. Oh, Leute, auch die riecht wunderschön. Oh, Caro, ich danke dir so vom Herzen. Das riecht alles so toll und das ist alles so schön gemacht. Und ich freue mich so, so viele Beauty-Sachen. Schön, schön, schön. Und da ist noch so viel drin. Machen wir mal weiter mit der Nummer 7. Und da steht drauf, Vorsicht, zerbrechlich. Und oh mein Gott, ich hoffe, es hat die Post überlebt. Wir gucken mal, was auf diesem Zettel hier steht. Und da hat die liebe Caro geschrieben, passt perfekt zu deiner nächsten Überraschung. Ich liebe sie. Sie hat mir viele kalte Tage versüßt. Okay. Ich traue mich nicht, doll dagegen zu hauen, weil ich Angst habe, dass ich es dann kaputt mache. Deswegen lasse ich das mal. Das heißt, doll dagegen zu hauen, aber klopfen halt und tasten. Ich fange mal mit dem an, was hier oben drauf ist. Was kann das denn sein? Ein Teelicht? Meint ihr, das könnte ein Teelicht sein? Was ist das? Geht nicht auf. Also, du hast das echt gut zugeklebt, muss man sagen. Ich verzweifle hier gerade. Ich könnte natürlich die Schere nehmen, aber ich weiß nicht, wo ich sie habe. Was ist das? Ich werde hier richtig zum Terminator. Was ist es denn? Es sieht aus wie ein Löffel. Ja, das hier ist ein Löffel. Also könnte... eine Teetasse? Ich weiß nicht. Wir gucken mal. So. Da haben wir es. Das ist nochmal eingepackt. Zu allem Übel. Teetasse. Beziehungsweise allgemein eine Tasse. Es muss ja keine Teetasse sein, aber da ich nur Tee trinke, ist es eine Tasse. Und oh mein Gott, guckt sie euch an. Sie ist ja wohl wunderschön. Da ist so ein Herz drauf und dann kommt der Löffel da rein. Also hat man den Löffel immer gleich schon parat. Und oh, sie ist so goldig und die Farbe ist schön. Das ist kein Rosa und auch kein Lila. Das ist so ein, ja, so dazwischen, zwischen den beiden. Und es ist so schön. Sie ist traumhaft. Wow, wo hast du die her? Danke, danke, danke. Die ist schön. Da werde ich mir gleich was zu trinken draus machen, weil sie einfach so wunderhübsch ist. Ich danke, danke, danke dir. Oh, schön. Und das passt farblich alles super zusammen. Das ist fast alles eins so mit Rosa, Lila und alles so eine Farbfamilie. Cool. So, weiter geht es dann. Jetzt bin ich verwirrt. Ist das dann hier die 8? Ja, ich glaube, das ist die 9. Das ist die 8. Was ist denn da drin? Das ruckelt so komisch. Wollen wir es doch mal aufmachen und gucken, was hier drauf steht. Es schmeckt so gut und ist perfekt für einen schönen, langen Lesemarathon geeignet. Und danke. Oh, das hört sich aber vielversprechend an. Das könnte entweder was zu trinken sein, sowas wie Tee, oder was zu schlickern. Mal gucken. Ah, es ist Tee. Es ist zum einen... erdbeeriger Tee, das ist Bio-Tee und der
Aromatischer Früchtetee mit leckerem Erdbeergeschmack. Und der sieht so aus und der ist ja wohl putzig, oder? Dieser Bär da drauf und die Biene ist ja wohl süß. Nein, wie knuffig. Dankeschön. Oh, wie toll. Und das andere ist türkischer Apfel. Bayram, oh mein Gott, ich habe das ja für mich entdeckt und ich freue mich so, lecker, lecker, lecker. Wie cool, danke, 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 liebe Caro, ich freue mich und den kann ich mir dann gleich, ich mache mir glaube ich den hier gleich, da habe ich Bock drauf, in dieser tollen Tasse und ich freue mich so, danke, 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 meine Liebe. Oh mein Gott, das ist ja heute wie mein Geburtstag. Zwei Sachen haben wir jetzt noch und das sieht schwer nach Büchern aus. Das erste ist die Nummer 9 und da steht drauf... Das Buch ist der erste Teil einer Trilogie und ist im Fischer Verlag erschienen. Auf dem Cover sind viele Kastanien. Oh nein, nein, du bist doch verrückt. Das wollte ich so gerne haben. Das ist dieses Schwarze, wo die Kastanien drauf ist. Liebe... Irgendwas mit Liebe. Und bist du verrückt? Wenn das das ist, ne? Ich glaube ganz... Toll daran, dass es das ist. Oh mein Gott. Ja. Oh, du bist verrückt. Oh mein Gott, das ist so toll. Ich wollte es so unbedingt haben. Oh, du spinnst doch. Hast du das neu gekauft? Ich will es nicht hoffen. Ich hoffe, du hast es irgendwo gebraucht gekauft und nicht neu. Aber es sieht noch aus wie neu. Oh mein Gott, das ist so toll. Ich wollte es so, so, so unbedingt haben. Ich bin da gerade Samstag mit Christelle noch drum herum geschlichen und habe so gedacht, wenn du das jetzt mitnehmen könntest. Aber ich durfte ja nicht, weil ich ja noch Kaufverbot habe. Und oh mein Gott, dazu gibt es ja 3 Teile und es sieht einfach nur so wahnsinnig toll aus. Und ich glaube, die werden im Bücherregal auch so wahnsinnig toll aussehen. Und du bist ja so verrückt. Danke, liebe Caro. Danke, danke. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so, ne? Oh, und ich liebe ja Kastanien. Und ich freue mich so. Danke, danke, danke. Fühl dich geknuddelt und geknuschelt. Oh mein Gott, sie hat mir gerade meinen Tag gerettet. Ich hatte heute so, so schlechte Laune. Und dann kam dieses Paket an. Und ja, das Paket hat mir echt taggerecht gerettet. Danke, 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 danke. Und zu guter Letzt haben wir die Nummer 10. Und da erwartet mich. Mal gucken, was draufsteht. Na, zack. Dieses Buch ist ebenfalls der erste Teil einer Reihe. Der Titel hat nur ein Wort und eine Zahl. Monument 14 vielleicht? Aber nein, das fühlt sich nicht so an. Das Raum 213. Betten, das fühlt sich so an wie Raum 213. Leute, ich glaube da ganz fest dran. Und wenn das das ist, dann kriege ich gleich einen Kreischanfall. Also während ich auspacke, dreht am besten die Lautstärke runter. Das könnte jetzt gleich einmal laut werden. Wenn es dieses Buch ist und es ist auch so dünn und es passt. Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du bist so verrückt, oh mein Gott. Wie genial ist das denn? Ich wollte dieses Buch so unbedingt haben. Jeder schwärmt von dieser Reihe. Ich weiß gar nicht, ob die zusammenhängen. Und du bist doch so verrückt. Ich war mit Agathe, mit Malle, mit Caro und mit Lena in Dortmund. Und da haben wir das gesehen. Und da habe ich noch so gesagt, ob ich mir das wohl hole. Und da meinte Agathe zu mir, ja, es ist richtig gut. Du musst sie lesen. Und oh mein Gott, Caro. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich bin einfach so überwältigt. Das ist so krass. Leute, ich glaube es nicht. Ich freue mich einfach so. Mir kommt schon die Pippi in die Augen. Und die beiden Bücher und dieses ganze, diese ganzen anderen tollen Sachen. Dieses tolle Duschbad. Und oh mein Gott, danke, 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 liebe Caro. Du hast mir echt den Tag versüßt. Und oh Gott. Ich bin so glücklich. Danke, danke, danke. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Du bist ein verrücktes Huhn. Oh mein Gott, ich bin gerade total fertig. Ich danke dir einfach nur von ganzem Herzen. Das ist einfach so toll, weil ich einfach wirklich so einen schlechten Tag hatte. Und dann jetzt so, so viel Herzlichkeit und so, so liebe Worte. Und Caro, was hältst du davon? Du hast ja im Brief geschrieben, dass du dir dieses Buch auch extra gekauft hast. Wollen wir das nicht zusammenlesen? Also wenn du da Lust zu hast, dann lass uns mal bei Facebook schreiben. Und wenn du kein Facebook hast, dann können wir ja auch per E-Mail schreiben. Und dann lesen wir das hier gemeinsam im Juni oder Juli. Und ich finde, das muss das Mindeste sein. Und jetzt ist die Kamera ausgegangen. Es tut mir so doll leid, aber ich weiß nicht, wie weit sie aufgenommen hat. Aber liebe Caro, lass es uns wirklich im Juni oder Juli zusammenlesen. Schreib mir bitte unbedingt. Und ich danke, danke, danke dir für diese ganzen, ganzen tollen Dinge. Die werde ich jetzt gleich
ja schon mal ins Badezimmer räumen und mir dort hinlegen, dass ich sie auch wirklich dann benutze. Und oh Gott, ich kann nicht mehr. Danke, 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 liebe Caro. Du hast mir heute echt den Tag verschönert und mir den Tag bereichert und mir ein ganz, ganz tolles Glücksgefühl gegeben. Und das ist einfach so, so krass und so viel wert. Und das berührt mich gerade ganz tief. Und auch wenn es vielleicht in der Kamera nicht so rüberkommt, ich bin gerade echt, echt berührt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn man so einen schlechten Tag hatte und dann so viel Wärme und Herzlichkeit entgegengebracht kriegt von jemandem, den man noch nie persönlich gesehen hat, dann ist das echt einfach überwältigend und umwerfend. Und ich denke, oftmals kommt man halt auf YouTube so, man kann das gar nicht immer alles so ausdrücken. Also die Emotionen kommen vielleicht nicht zu 100% so an, wie sie oft sind. Und das ist alles so intensiv. YouTube an sich hat mein Leben absolut bereichert. Und ich bin einfach nur so dankbar für jeden Abonnenten und für solche tollen Geschenkpakete, weil ich gar nicht weiß, womit ich das verdient habe. Letztendlich teile ich nur meine Leidenschaft mit euch und mache das einfach so gerne, dass ich so nichts zurückerwarte, sondern ihr bereichert mein Leben einfach schon mit euren Kommentaren, mit euren Meinungen, auch wenn es mal Kritik ist, negative. Damit bereichert ihr mich trotzdem, weil ich immer wieder über mich hinauswachsen kann. Und ich finde es immer wieder gut, wenn jemand in die Kommentare schreibt und sagt, hey Jessie, mach das und das anders. Das hat mir heute gar nicht gefallen in deinem Video, weil so kann ich mich weiterentwickeln und kann mich so entwickeln, dass ihr noch mehr Spaß daran habt, mir zu folgen und ja, meine Leidenschaft mit mir zu teilen. Und das finde ich einfach so, so überwältigend. Und ich danke euch einfach allen da draußen. Ihr seid mit das Beste, was mir in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und ich danke euch für die gemeinsame Zeit, die wir bis jetzt hatten. Und ich hoffe, dass es einfach noch viele, viele Tage, Wochen und Monate mehr werden. Und dass wir noch viele, viele Gelegenheiten haben werden, etwas zusammenzulesen und uns auszutauschen. Es tut mir auch leid, dass in letzter Zeit das mit den Kommentaren nicht so zu 100% klappt. Aber ich versuche mich da wieder zu bessern, weil einfach derzeit mit der Bachelorarbeit habe ich so viel um die Ohren und diese Bewerbungsgespräche und alles. Aber ich will mich definitiv bessern und ich bin jetzt auch in den letzten Zügen. Ich bin auf den letzten 3-4 Seiten bei meiner Bachelorarbeit und danach habe ich einfach wieder ein bisschen mehr Luft. Dann ist nur noch das Thema Bewerbung und wenn ich dann einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, sage ich euch, dann bin ich so entspannt, so tiefenentspannt und bin einfach auch der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Und dann kann man sich auch vollkommen den Hochzeitsvorbereitungen widmen. Dann wird es auch wieder häufiger und regelmäßiger ein Wedding Diary geben, weil ich weiß, ich komme da derzeit nicht so viel zu. Aber das liegt wirklich auch daran, dass wir derzeit auch gar nicht so viel planen, weil das meiste wirklich erst ein Dreivierteljahr bis halbes Jahr vorher geplant werden kann und ich derzeit durch diese ganzen anderen Sachen gar keinen Kopf dafür habe. Das tut mir auch wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig leid. Aber bald, bald, bald wird es mehr geben und ihr könnt mir jetzt auch unter dieses Video schon mal schreiben, was ihr genau beim Wedding Diary vielleicht gerne sehen wollt, weil dann nehme ich eure Vorschläge und Ideen auch mit auf. Ich weiß zum Beispiel, dass ihr gerne über das Kleid was erfahren wollt, dann werde ich euch noch so ein bisschen was über die Location erzählen und wie wir die Auswahl getroffen haben, Catering, keine Ahnung. Und zu guter Letzt habe ich dann noch die Idee gehabt, über die Moderation zu reden und den roten Faden, Spiele und sowas. Und wenn ihr noch Vorschläge habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr eins der Bücher von der lieben Caro, die sie mir geschickt hat, schon gelesen habt, schreibt mir das auch. Und ich danke euch einfach alle für eure Unterstützung, eure Kommentare, eure Liebe, die ihr mir entgegenbringt. Und ich hoffe einfach, dass ich euch das immer und immer wieder zurückgeben kann mit allen Kleinigkeiten, die ich so versuche für euch zu machen. Und ja, das war's jetzt von mir. Das ist letztendlich noch ein bisschen gefühlsduselig geworden, aber die Caro hat's echt ausgelöst. Und ach Gott, ich krieg zu viel. Ich danke dir vom ganzen Herzen, liebe Caro. Mua, der ist für dich. Fühl dich geknuddelt und geknutscht und gedrückt und geherzt und einfach nur lieb gehabt. Ich bin so glücklich, dass ich Menschen wie dich kennenlernen durfte. Und du musst mir unbedingt mal schreiben, ob du zu dem treffenden Essen kommst, weil das würde mich wahnsinnig doll interessieren. So, und das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, meine Lieben, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Unpacking gefallen. Ciao!